Neidenbach im Buntsandsteingebiet des Kühltals war früher als Steinhauerdorf berühmt. Von hier aus gingen bis vor 3 Jahrzehnten Schleifsteine zu Tausenden in die stahlverarbeitende Industrie an Ruhr und Wupper. Dem Sandsteinvorkommen verdankt der Ort seinen öffentlichen Waschbrunnen, der, wie die Pfarrkirche, vom handwerklichen Können der Neidenbacher Steinhauer zeugt. Die Existenz der Waschanlage und die Erfahrung der Frauen, die sie vor nicht allzu langer Zeit benutzten, machten hier noch einmal einen Waschgang nach alter Art möglich. Der Termin für die große Wäsche wurde meist zwischen mehreren Familien abgestimmt, so dass sich am Gemeindebrunnen kleine Gemeinschaften zusammenfinden konnten. Am Tag vorher musste in den Häusern Vorwäsche gehalten werden, zu der man früher die Bauchbütte, Buchenholzasche und heißes Wasser benötigte. Hier sind die Frauen am Morgen des 2. Waschtags mit der vorgewaschenen Wäsche unterwegs, um die weiteren Arbeiten gemeinsam auszuführen. Eine Marienkapelle an der Wegegabel zwischen den Ortsteilen, die auf private Stiftung zurückgeht und an Fronleichnam als Altar für den Segen benutzt wird, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Waschbrunnens. Die Brunnenanlage ist von der Straße aus nur an den hohen Kastanienbäumen und an ihrer Sandsteineinfassung zu erkennen. Dahinter am Wiesenhang hat bereits eine Waschpartie mit dem Auslegen der vorgewaschenen Wäschestücke begonnen. Früher war es hier üblich, den 2. Waschtag mit der Rasenbleiche zu beginnen. Die Bleichwiese erstreckt sich am Bachlauf entlang, so dass das benötigte Wasser in reichlichem Maße zur Verfügung steht. Durch die Neigung nach Südosten liegt sie außerdem günstig zur Morgensonne, die allerdings an diesem Tag noch nicht hervorgetreten ist. Mit der Hotte und einem Rätskorb als Beförderungsmittel für die vorbehandelte Wäsche treffen hier die letzten Frauen ein, die sich der Waschgemeinschaft angeschlossen haben. Dem Bleichen, wie man das überlieferte Verfahren zum Weißmachen der Haushaltstextilien bezeichnet, ging immer eine gründliche Reinigung voraus. Die feuchten Wäschestücke, die auf der kurz gehaltenen Wiese ausgebreitet werden müssen, enthalten noch die Laugenreste vom vorausgehenden Bauchen. Da Gras und Erdteilchen vom Untergrund haften bleiben können, ist es zweckmäßig, die Rasenbleiche vor dem Klarwaschen am Brunnen dem anschließenden letzten Arbeitsgang vorzunehmen. Weil in den Wintermonaten nicht gewaschen werden konnte, kam bei der Wäsche im Frühjahr so viel zusammen, dass man in den größeren Familien einen Handwagen zum Transport benötigte. Die Hilfsmittel für den 2. Waschtag, wie die Schöpfgefäße sowie Schlagholz, Seife und Bürste, werden auf dem Wagen mitgeführt. Zum Weißmachen der Wäsche wird ein altbewährtes Verfahren angewandt,
bei dem man sich der bleichenden Wirkung von Wasser in Verbindung mit Licht und Luft bedient. Oh, du kannst es sagen. Diese natürlichen Mittel wirken zersetzend auf die organischen Farbstoffe in den Fasern. Wenn man die Wäsche lange und häufig genug den Witterungseinwirkungen aussetzt, tritt nach Monaten allmählich das schneeige Weiß hervor. Da Leinentuch, aus dem früher die Haushaltswäsche meist hergestellt war, mit der Zeit vergilbt, musste der Bleichvorgang bei jeder Wäsche wiederholt werden. Die beste Wirkung stellt sich ein, wenn die Sonne am wolkenlosen Himmel die in kurzen Abständen begossenen Wäschestücke immer wieder schnell trocknet. Bei bedecktem Himmel, wie an diesem Vormittag, sorgen Bodendunst und reichliche Wassergaben dafür, dass die Arbeit nicht ganz ohne Erfolg bleibt. Leintuchbahnen aus der Hausweberei wurden an den Waschtagen wegen der Bleichwirkung meist mitgewaschen. Um die graue Flachsfarbe des noch rohen Gewebes in reines Weiß zu verwandeln, reichen die Vormittage keineswegs aus. Solche Tuchbahnen wurden, wenn in den Nachbarschaften mehrere zusammengekommen waren, außer der Reihe, viele Wochen lang ununterbrochen zum Bleichen ausgelegt, häufig sogar nachts. Bei der mühevollen Arbeit ist es verständlich, dass man in der Textilindustrie schon Mitte des vorigen Jahrhunderts zur Kunstbleiche mit Chemikalien überging. In Neidenbach konnte man noch nach 1950 Familien sehen, die mit ihrer Wäsche gelegentlich zur Wiese am Bach hinauszogen. Die halbkugelförmigen Kellen, die hier Bollen heißen, wurden ausschließlich beim Bleichen gebraucht. Damit kein Schmutz hineingelangt, schöpft man mit ihnen behutsam von der Wasseroberfläche. Die Bollen werden als Wurfinstrumente zum Netzen der Wäschestücke unmittelbar am Bachrand benutzt. Mit Gießkannen und Eimern tragen andere Frauen das Wasser zu den oberen Reihen. Wenn die Bleichwäsche gründlich durchfeuchtet ist, wird gewöhnlich die erste Arbeitspause eingelegt, während der man wartet, bis die Teile abgetrocknet sind. An heißen Sommertagen bleibt hierzu kaum Gelegenheit. Wenn man bei trockener Witterung mit dem Begießen bis zu einem Ende gelangt ist, kann man am anderen gleich wieder anfangen. Nach dem Abtrocknen, vor jedem neuen Besprengen, werden die Wäschestücke gewendet, damit Licht, Luft und Bodendünste von beiden Seiten einwirken können. Wenn sich mehrere Frauen am Waschtag zusammengetan haben, wird die ausgelegte Wäsche als Gemeingut behandelt. Man macht keinen Unterschied nach Familien. Mit den Schöpfgeräten, die die Frauen benutzen, werden die Einzelteile so mit Wasser bedacht, wie sie im Wurfbereich oder auf dem Gang entlang der Reihen liegen. Besonders die Bettwäsche, bei der man immer schon großen Wert auf ein reines Weiß legte, wird mit Wasser satt durchtränkt.
Seitdem Baumwollgewebe, vor allem für Unterwäsche, im Gebrauch ist, die hier in der Eifel um 1900 aufkam, wurden solche Teile wie das selbst angefertigte Leinenzeug behandelt. Als der Gemeindebrunnen noch regelmäßig zum Klarwaschen benutzt wurde, gab es auf der Bleichwiese am Dorfbach mindestens einmal in der Woche solchen Betrieb. Hier in Neidenbach kam es mit der Einrichtung eines Pumpwerks im Jahre 1952 zur einschneidenden Änderung. Bis dahin konnten die höher gelegenen Ortsteile nicht mit Leitungswasser versorgt werden, sodass die betreffenden Einwohner auf den Dorfbach und den Gemeindebrunnen angewiesen waren. Damit genügend Zeit zum Auswaschen und Spülen blieb, wurden die Bleicharbeiten, mit denen man am frühen Morgen des zweiten Waschtags begann, gegen Mittag beendet. Dann konnte man die fertige Wäsche noch vor Abend heimbringen und trocknen. Beim Zusammenpacken nach beendeter Bleicharbeit kümmerte sich jede Frau wieder um die eigene Wäsche. Die Teile wurden ausgeschlagen und in die Körbe oder Bütten zurückgelegt. Beim Aufnehmen der langen Tuchbahn, die von einer Person kaum zu bewältigen ist, greifen noch einmal mehrere Frauen zu. Der Waschbrunnen liegt auf der gegenüberliegenden Seite des Wiesengrundes. Wenn die Bleiche abgeräumt ist, bricht man gemeinsam zur letzten Verrichtung an diesem zweiten Waschtag auf. Dabei wird es darum gehen, die Wäsche von allen verbliebenen Rückständen zu befreien, sodass sie in vollkommen sauberem Zustand heimgebracht werden kann. Die Gemeindewaschanlage in Neidenbach ist eine Errungenschaft aus der Zeit im vorigen Jahrhundert, als hier ein Großteil der Männer in den Sandsteinbrüchen beschäftigt war. Zum Schutz gegen die Unbillen der Witterung wurden Kastanienbäume angepflanzt, die mit ihren Kronen ein dichtes Laubdach bilden. Da man auf frisches, klares Wasser angewiesen ist, musste der Waschplatz im Quellgrund unterhalb der Dorfstraße angelegt werden. Das rechteckige Waschbecken ist 9,20 Meter lang und 4,20 Meter breit und hat eine Tiefe von ungefähr 50 Zentimetern. Die beiden Quellen wurden bei der Restaurierung des Waschbrunnens 1974 mit Schleifsteinrundlingen gefasst. Sie erbringen zusammen rund 200 Liter Wasser pro Minute. Mit eingelassenen Bohlenwänden hat man das Becken quer und längs in 6 Abteilungen geteilt. Am rechten Beckenrand, der nun bis an die Umfassungsmauer reicht, waren ursprünglich die gleichen Waschplätze wie auf der linken Seite. Die beiden Quellen, die auch in trockenen Sommern nicht versiegen, sorgen für einen stetigen Wasserstrom. Der Abfluss am unteren Ende des Beckens leitet das überfließende Wasser dem Dorfbach im Wiesengrund zu. Wo sich die Frauen zum Waschen niedergekniet haben, ist ein abwärts geneigtes, durchgehendes Waschbrett angebracht.
Für die Transportbehälter bleibt Platz im rückwärtigen Teil vor der hochaufragenden Straßenmauer. Der Gemeindebrunnen, der hier auch als Bohr bezeichnet wird, ist über die Treppe zugänglich, die zur Straße hinaufführt. Besonders bei der Wascharbeit am Brunnen ist der Gebrauch der Schlaghölzer oder Pleuel. Mit den gestielten Eichenholzschlägeln, die aus einem Stück geschnitten sind, wird die Wäsche auf dem Waschbrett kräftig durchgewalkt. Bei der Wassertemperatur von 6 bis 8 Grad, die auch im Sommer nicht ansteigt, müssen sich die Waschfrauen am Brunnen warm anziehen. Zum Schutz gegen Spritzwasser legt man die Säcke, auf denen man kniet, mit einem Ende über die Oberschenkel. Die langen Stangen, die quer über das Waschbecken gelegt sind, dienen zur Ablage der fertig ausgewaschenen Wäschestücke. Das Brett am Beckenrand bietet Platz für 6 Waschfrauen. Vorne, in der Nähe der Quellen, wo das frische Wasser zuströmt, wird Leibwäsche gewaschen. Den ausgiebigen Gebrauch der Seife am Brunnen hat man früher, als die Wäsche zur Hauptreinigung ausschließlich mit Buchenasche gebraucht wurde, kaum gekannt. Das Vorkochen in Seifenlauge kam hier vor dem Ersten Weltkrieg auf. Seitdem wurde es üblich, die Wäsche auf dem Waschbrett am Brunnen nachzubehandeln. Ursprünglich wurden die gesäuberten und gebleichten Teile am Bohr nur im fließenden Wasser ausgeschwenkt und ausgeklopft. Am anschließenden Waschplatz wird Leibwäsche klar gewaschen. Beim Klopfen mit dem Pleuel kommt es darauf an, mit dem Spülwasser die Überbleibsel der Lauge aus dem Gewebe herauszuschlagen. Wollsachen, wie hier die Strümpfe, wurden gewöhnlich als Kleinteile daheim mit der Hand gewaschen. Wenn sie mit der großen Wäsche an den Brunnen gingen, behandelte man sie ebenfalls mit Bürste und Pleuel.
Die nächste Frau ist mit einem karierten Bettsack beschäftigt. Man lässt die größeren Teile, die auf dem Waschbrett keinen Platz finden, einfach ins Wasser hängen. Wenn besonders verschmutztes Zeug bei der Vorwäsche nicht ganz sauber geworden ist, wird es vor dem Ausspülen nochmals gründlich durchgebürstet. Die Laugenreste nach dem Schwenken zu entfernen, kann man das Tuch auch auf dem Brett zusammenlegen und mit den Händen ausdrücken. Hier wird eine Arbeitshose vorgenommen. Bei Buntwäsche besteht die Gefahr, dass sie durch die Behandlung mit heißem Wasser abfärbt. Darum kommen solche Stücke beim Vorwaschen nicht zum allgemeinen Waschgut. Sie brauchen auch nicht gebleicht zu werden. Um Sauberkeit zu erreichen, wird die Hose besonders ausgiebig getaucht, im Wasser hin und her geschwenkt, gepläuelt und ausgedrückt. Das baumwollene Unterzeug, mit dem die nächste Waschfrau beschäftigt ist, hat im Unterschied zur dichten Leinenwäsche ein lockeres Gewebe. Beim Klopfen spritzt das Spülwasser besonders leicht heraus. Es kommt darauf an, die Stücke so zusammenzufassen und zu wenden, dass die Schläge nicht immer die gleiche Stelle treffen. Am Ende der Waschreihe, wo das Spülwasser von den oberhalb liegenden Waschplätzen vorbeitreibt, werden Kartoffelsäcke ausgeschwenkt. Mehl- und Kornsäcke, die aus Leinentuch genäht waren, kamen früher zur großen Wäsche und wurden wie diese behandelt. Die groben Jutegewebe, die man auch heute noch vielfach zum Gemeindebrunnen bringt, werden lediglich im Wasser hin und her bewegt. Zum Herausspülen des Schmutzes auf der Innenseite werden die Kartoffelsäcke auf links gedreht. Als der Neidenbacher Waschbrunnen früher an beiden Längsseiten mit Waschplätzen ausgestattet war, konnte er gleichzeitig von 12 Frauen benutzt werden. Bei dieser großen Zahl gab es kaum Schwierigkeiten mit den Waschtagen, die jeder nach Absprache selber bestimmen konnte.
Bei gutem Waschwetter im Sommer reihten sich oben an der Straße die Handwagen oder Schubkarren, mit denen man die Wäschekörbe zum Brunnen beförderte. Am Gemeindebohr, der aus öffentlichen Mitteln unterhalten wird, war die Benutzung für jede Neidenbacher Familie frei. Die Waschanlage diente seit je auch als Wasserreservoir für die Feuerwehr. Durch die runde Maueröffnung in der hinteren Ecke können die Schläuche eingeführt werden. Zum Klarwaschen der großen Wäsche wurde der Brunnen von vielen Familien aus dem Oberdorf bis in die 50er Jahre benutzt. Hier konnte eine leistungsfähige Wasserleitung erst 1952 installiert werden. Durch die Anschaffung der arbeitssparenden Waschmaschinen in allen Familien verlor der Gemeindebrunnen seine eigentliche Funktion. Den Frauen, die hier zur Waschbürste und zum Pleuel gegriffen haben, sind die früher häufig verrichteten Handarbeiten immer noch vertraut. In vielen Familien werden auch die alten Waschgeräte verwahrt. Auf dem abschüssigen Brett konnte es leicht geschehen, dass die Seife ins Wasser rutschte. Dann nahm man den Bleichboll zum Herausfischen. Bei der üblichen Einteilung, nach der am Vormittag des zweiten Waschtages gebleicht und am Nachmittag ausgewaschen wurde, konnten sich die Arbeiten bis gegen 17 Uhr hinziehen. Auf den Ablagestangen wachsen die Wäschehaufen zum Schluss immer mehr an. Die Waschfrauen, die einige Stunden am Rande des kalten Wassers zugebracht haben, sind trotz der warmen Kleidung richtig durchgefroren. Im Winter konnte der Brunnen, obwohl er selten zufror, nicht benutzt werden. Während dieser Zeit wurde auch keine Wäsche gehalten. Die Waschsaison begann in der Regel im Mai. Um die Zeit bis dahin überbrücken zu können, benötigte man einen beträchtlichen Vorrat an Haushaltstextilien. Die Frauen, die inzwischen mit dem Ausspülen der Wäsche fertig geworden sind, haben sich die große Leinenbahn vorgenommen. Um die Laugenreste vom Bauchen sowie die Spuren von der Bleichwiese abzuschwemmen, muss auch das lange Tuch im frischen Wasser bewegt werden.
Es ist nicht einfach, die nasse Bahn so zusammenzulegen, dass sie weggetragen werden kann. Um das Tuch für den Heimtransport zu erleichtern, wird es von drei Frauen ausgewrungen. Indem man die gerollte Bahn von den beiden Enden her schraubenartig zusammendreht, kann man einen Teil des Wassers herauspressen. Die Arbeiten am Waschbrunnen, die gemeinsam begonnen wurden, werden auch gemeinsam beendet. Beim Hinauftragen der schweren Behälter gehen die Frauen der Waschgemeinschaft einander zur Hand. Oben auf der Straße, wo die Handwagen bereitstehen, sorgt man dafür, dass jeder die Geräte und Gefäße bekommt, die er zum Waschen mitgebracht hat. An der Straßengabel trennen sich die Wege. Komm, Harald, helfen bitte. Gut, Anna, lass mal das Ding. So. Daheim muss die fertig gewaschene Wäsche nun noch getrocknet werden. Okay. Nimm mal aufhängen, ja. Du hast genug gepflegt. Ich hab da nicht in der Saison, ja. So, Harald, kannst du rein. Hier sind die Wäscheleinen auf einem Wiesenstück an der Seite des Hauses gespannt. Trotz des starken Windes braucht man keine Klammern. Das ist immer noch nicht sauber. Da man die Teile in ihrer Mitte über die Leinen gibt, können sie nicht heruntergeweht werden. Wenn alles hängt, ist der Waschtag für die Frauen beendet. In den folgenden Tagen braucht die sauber gewaschene Wäsche nur noch schrankfertig gemacht zu werden. Dann steht sie für den häuslichen Gebrauch wieder zur Verfügung, bis sie erneut gewaschen werden muss.